Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial, das zeigt, wie Sie einen Media-Pool anlegen. Des Weiteren werde ich Ihnen zeigen, wie Sie diesen bearbeiten und zuletzt, wie Sie einen Media-Pool weiterführend bei Elias anwenden können. In einem Media-Pool können Sie Medienobjekte wie zum Beispiel Bilder, Audio oder Videodateien sammeln, die Sie entweder zentral zur Verfügung stellen wollen oder mit denen Sie an anderen Stellen in Elias wiederholt arbeiten möchten. Mehrere Nutzer können so in einen gemeinsamen Pool Mediendateien einmal hochladen und als Medienobjekte beliebig oft in verschiedenen Lernobjekten wiederverwenden. Legen Sie zunächst einen Media-Pool an. Klicken Sie im Kursmenü oben rechts auf die Schaltfläche Neues Objekt hinzufügen und wählen Sie das Objekt Media-Pool. Im nächsten Schritt geben Sie dem Media-Pool einen Titel und eine Beschreibung, falls Sie den Media-Pool näher charakterisieren wollen. Anschließend klicken Sie auf Media-Pool hinzufügen. Nachdem nun der Media-Pool angelegt ist, werden die Einstellungsmöglichkeiten in einem Media-Pool erklärt. Unter dem Reiter Ordner können Sie neue Medienobjekte, Inhaltsbausteine und Ordner anlegen und verwalten. Hier bekommen Sie einen Überblick über die Ordnerstruktur im Media-Pool. Unter Alle Medienobjekte können Sie alle aktuellen Medienobjekte unabhängig von der Ordnerstruktur im Media-Pool einsehen. Unter Info erhalten Sie alle Informationen über den Link zum Media-Pool, das Erstellungsdatum und den Besitzer. Unter Einstellungen können Sie die Eigenschaften des Media-Pools bearbeiten. Sie können nachträglich Titel und Beschreibung Ihres Media-Pools ändern. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, eine Standardbreite bzw. Höhe festzulegen, um neue Medienobjekte einheitlich zu hinterlegen. Beachten Sie, dass Sie nach Festlegung von Standardbreite und Höhe keine Möglichkeit haben, die Größe des Bildes auf die ursprünglichen Werte zurückzusetzen. Die Standardeinstellungen haben keine Auswirkung auf bereits vorhandene Medienobjekte in dem Media-Pool. In der Zwischenablage können Sie Medienobjekte einfügen bzw. zwischenlagern, welche Sie für die mehrfache Verwendung in anderen Objekten wie Lerneinheiten, Wikis oder Tests benötigen. Über Export können Sie XML-Dateien erzeugen, herunterladen und diese zum Beispiel bei einer neuen Objekterstellung importieren. Über die Option Importieren können Exportdateien wieder importiert werden. Im Reiter Rechte können Sie die Kursrollen anpassen sowie bereits vorhandene Rechteeinstellungen verändern und anpassen. Auch hier ist es möglich, den entsprechenden Media-Pool für Kursmitglieder unsichtbar zu machen. Zum Beispiel, wenn dieser in einen laufenden Kurs integriert werden soll, ohne dass die Kursmitglieder es bemerken. In diesem Fall kann der Media-Pool in einem Admin-Ordner angelegt werden. Weiterführende Informationen dazu finden Sie im Videotutorial Ordner in Lehrszenarien einsetzen. Eine weitere Möglichkeit, den Media-Pool für Kursmitglieder zu verbergen, ist, die Rechteeinstellungen bei der Kursrolle Kursmitglied zu verändern. Dazu entfernen Sie den Haken bei Lesezugriff und Anzeigen unter Kursmitglied und klicken auf Speichern. Um zu überprüfen, ob der Media-Pool für Kursmitglieder unsichtbar ist, gehen Sie nun auf die Kursoberfläche zurück. Als nächstes wählen Sie den Reiter Voransicht als Mitglied aktivieren, um den Kurs aus der Sicht eines Kursmitglieds zu betrachten. Wie Sie sehen, ist der Media-Pool nicht für Mitglieder sichtbar. Mit Voransicht als Mitglied schließen, kehren Sie zur vorherigen Kursoberfläche zurück. Als nächstes soll die Ordnerstruktur verändert werden. Eine Ordnerstruktur mit Ober- und Unterordnern kann bei einer großen Anzahl von Medienobjekten zur besseren Übersicht von Vorteil sein. Um eine solche Ordnerstruktur zu erzeugen, klicken Sie auf den Reiter Ordner. Wählen Sie dann im Untermenü Ordner anlegen aus. Im nächsten Schritt geben Sie einen Titel für den Ordner an und bestätigen Sie diesen mit einem Klick auf Speichern. Nun liegt ein erster Ordner vor, welcher aber noch mit weiteren untergeordneten Ordnern versehen werden kann. Dazu klicken Sie im linken Navigationsmenü auf Oberordner. Dadurch wird wie zuvor ein weiterer Ordner angelegt. Da nun der Media-Pool strukturiert ist, können auf der gewünschten Ordnerebene Medienobjekte hinzugefügt werden. Um auf der obersten Ebene des Media-Pools Medienobjekte hinzuzufügen, klicken Sie auf Test Media-Pool. Es können Bilder, PDF-Dateien und weitere Objekte dem Media-Pool hinzugefügt werden. Rufen Sie den Reiter Ordner auf und klicken Sie auf Medienobjekt anlegen. Im sich nun öffnenden Fenster geben Sie im Bereich Media-Objekt im Abschnitt Titel
einen Namen für Ihr Medienobjekt an. Dieser Name wird später mit einer Miniaturansicht des Objektes in dem Mediapool angezeigt. Danach aktivieren Sie im Abschnitt Ressource die Checkbox Datei oder URL. Bei Datei wählen Sie über die Schaltfläche Durchsuchen das gewünschte Mediaobjekt aus und bestätigen Sie dieses mit einem Klick auf die Schaltfläche Öffnen. Aktivieren Sie URL, öffnet sich ein Eingabefeld, in das Sie die URL, unter der das Video zu finden ist, kopieren können. Des Weiteren können Sie im Abschnitt Größe die Breite und Höhe des Medienobjekts anpassen und dieses mit einer Bildunterschrift versehen. Im Bereich Vollbild legen Sie fest, wie das Mediaobjekt den Benutzern angezeigt wird. Sie können analog zum Bereich Mediaobjekte die Optionen Ressource, Größe und Bildunterschrift der Anzeige bestimmen. Dieses Verfahren können Sie auf jeder Ordnerebene analog durchführen und so gezielt Medienobjekte in die richtigen Ordner einfügen. Möchten Sie Medienobjekte wieder aus dem Pool entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor. Um eine Auswahl für die zu löschenden Objekte zu treffen, aktivieren Sie die dazugehörigen Checkboxen. Anschließend wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Option Entfernen und bestätigen die Löschung mit einem Klick auf Ausführen. Stimmen Sie der nun erscheinenden Löschabfrage zu. Elias meldet, dass das Objekt entfernt wurde. Neben Medienobjekten können auch Inhaltsbausteine aus dem Mediapool auf der Kursseite verwendet werden. Inhaltsbausteine können zum Beispiel im Textmedia-Editor verwendet werden, um vorgefertigte Inhalte wie Bilder oder Texte einzufügen. Gehen Sie auf das Feld, klicken Sie hier, um Inhalte einzufügen, beziehungsweise auf das Plus-Symbol im Textmedia-Editor und wählen Sie Medien einfügen aus. Der Rest des Vorgehens ist dann analog zum Einfügen von Medienobjekten. Den erstellten Mediapool können Sie jetzt in verschiedene Objekte einbinden, darunter Lernmodule, Tests, Wikis und Glossare. Nähere Informationen zu diesen Objekten können Sie den entsprechenden Videotutorials entnehmen. In einem kurzen Beispiel wird zum Schluss gezeigt, wie Sie den Mediapool in Elias anwenden können. Der Mediapool wird nun auf der Kursseite verwendet, um gezielt hier Medienobjekte einzufügen. Wählen Sie zuerst Inhalt in der Menüleiste aus und gehen dann auf Seite Gestalten. Gehen Sie auf das Feld, klicken Sie hier, um Inhalte einzufügen und wählen Sie Medien einfügen aus. Klicken Sie auf den Link aus Medienpool auswählen. Wenn Sie den Mediapool nun verwenden möchten, müssen Sie diesen zuerst aus dem Magazin auswählen. Nun erhalten Sie eine Übersicht über die im Mediapool verfügbaren Dateien. Wählen Sie die gewünschten Objekte durch das Aktivieren der zugehörigen Checkboxen aus und klicken Sie anschließend auf Einfügen. Das Objekt sollte nun an der gewünschten Stelle auftauchen. Dies war das Videotutorial über Mediapools in Elias. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.